So, mein lieber Freund, jetzt wirst du sterben, du Werwolf. Ich habe dich unterschätzt, das gebe ich zu. Aber... You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You? Alone? You dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me? I am immortal, little man! And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the Crusade, that their studies in Holy Enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your Founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the sentry Founders of your own order. Ah, brother. Even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you. For the greater good. I, however, am not. I am Cornel, Lord of the Light. Dann lass mal gucken. Colonel, große, mittel, Schwierigkeit hoch. Hm, toll. Die drei Gründungsmitglieder der Bruderschaft des Lichtes waren tapfere Krieger, die ihre physische Existenz aufgaben, um zu körperlosen Intelligenzen zu werden, die Gotteskrieger gegen das Böse aufzufechten vermochten. Sie führten ein mystisches Ritual durch, um sich in engelsgleiche Wesen zu verwandeln. Ihre Absichten waren rein, doch wurden sie getäuscht und ihr Geist wurde gespalten. Ihre gute Hälfte stieg als engelsgleiches Wesen, aha, und das Böse blieb hier oder was. Colonel war der jüngste der drei, aber auch der stärkste. Anders als seine Gefährten setzte er nur selten seine magische Kräfte ein. Er kämpfte lieber mit einem riesigen Hammer, den nur er schwingen konnte. In jener schicksalshaften Nacht verließ der Geist Colonels seinen Körper. Aus all der Stärke und den Zorn, der zurückblieb, wurde er dunkler Fürst. Oh Mann. Okay, okay, okay. Interessant. Wow, ich war eigentlich nicht. Wow. Ich probiere mal was. Okay. Mal gucken, wie ich den besiege. Wie ich den. Anscheinend nur so, oder wie? Oh, er nimmt ziemlich viel Schaden dadurch. Okay, ich will erstmal seine Moves gucken. Ich weiß nicht, ob ich seinen Hammer da blocken kann. Ich glaube, wenn er aufgeladen ist, sollte ich fliehen, lieber.
würde sich eventuell anbieten zu fliehen. Zack, erstmal wieder ein bisschen Leben aufgetankt, was er mir abgezogen hat. Komm doch her, du Fürst der Dunkelheit. Jetzt wird dein Körper auch verbannt, nachdem dein guter Geist in den Himmel gegangen ist. Nur das Böse muss ausgeschaltet werden. Über die Konsequenzen wird dann später nachgedacht. Oh, Alter. Nein, das war nicht so ganz clever. Oh, ich glaube, dann rennt er immer, ne? Ja. Oh, er hat mich getroffen. Nein, ich wollte hochspringen. Es war zu spät, aber... Das zählt hier nicht, was ich wollte. Das ist eigentlich, wenn er seine Dingsbums-Attacke macht, dann kann ich von oben schön angreifen, ohne dass er mich trifft. Aber ich habe es eben schon verkackt, weil ich in einer Combo war. Oh, jetzt muss ich ihn ganz oft treffen. Nein! Ich hätte so viel Leben haben können. Oh oh, jetzt sieht's schlecht aus und er ist fast tot gewesen. Oh, jetzt bin ich tot. Ist natürlich jetzt bitter, was ich gemacht habe, Alter. Ich habe mich selbst getötet, so gut wie. Obwohl es so knapp war, oder? Schaffe ich es noch? Nein! Oh my goodness! Oh, ich hab's glaube ich geschafft, Alter. Boah, war das knapp. Oh. Es sei denn, es kommt jetzt noch was. Stufe 2. Oh yeah, ohne zu sterben. Geil. Oh nein. Nein. Er ist noch nicht tot. Jetzt ist er ein Lykaner-Boss. Ein fünffacher Werwolf. Oh, scheiße. Das ist doch nicht wahr, oder? Mit so wenig Leben. Warte, ich habe einen Eintrag. Ich gucke mir erstmal den Eintrag an. Eintrag. Dunkler Fürst Lykaner. Größe... Groß. Schwierigkeit? Hoch. Der dunkle Fürst der Lykaner-Tropen ist die Verkörperung von Hass und Gewalt. In seiner Werwolf-Gestalt? Nein. Besitzt er übermenschliche Stärke und Geschwindigkeit, die selbst jene seiner mächtiger Diener übertrifft. Neben seinen natürlichen Fähigkeiten verfügt er auch über die Macht der Zyklonstiefel, ein magisches Relikt, das von seinem menschlichen Gegenstück getragen wird. Mit ihrer Hilfe kann er weit springen und mächtige Sturmangriffe ausführen, welche die meisten Hindernisse niederreißen könnte. Oh, Alter. Ich habe kaum Leben noch. Wow. Das ist ein echt ungünstiger Save Point. Warte mal, da hat gerade was blau geleuchtet. Kann ich hier eventuell... Nee. Kraft schöpfen oder so? Okay, das wird schwierig. Es sei denn, ich bekomme jetzt automatisch ein bisschen Leben zumindest noch. Wäre ziemlich gnädig auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Naja. Naja, ich muss jetzt eigentlich mich nicht so oft treffen lassen. Und dann habe ich die Chance. Ich muss vor allem wissen, wann er seine Druckwellenattacken macht. Ansonsten macht er ja immer nur diese Sprungdinger hier.
Wenn es nämlich aufgefüllt ist, verliert er automatisch Lichtkeime, die ich einsammeln kann. Boah, sein Supersprung ist natürlich heftig. Ich dachte, jetzt macht er seinen Druckwell, deswegen wollte ich nach oben springen. Okay, es könnte ein bisschen schwieriger werden. Oh, da treffe ich ihn noch ganz leicht. Ja, 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 geht doch. So, jetzt kriegst du auf den Sack, du hässlicher Affe. Werwolf meine ich natürlich. Aber du siehst aus wie ein Affe. Wie ein hässlicher Effe. Oh, wie viel Leben ich habe. Ich träume nicht, ich habe so viel Leben. Ist das gut. Cool, meine ich. Wow, er steckt einiges an Schaden an und vor allem verliert er richtig viel Leben. Welches ich gut... nur gut heißen kann, Alter. Ich bin voll. Ja. Jetzt geht's hier richtig auf. Geil. Oh, hat er mich getroffen? Ja. Nicht gut. Jetzt muss ich wieder konzentriert arbeiten. Jetzt einfach nur konzentriert und locker arbeiten, ja. Ich weiß natürlich nicht, wie viel seine Hauptattacke da abzieht. Okay. Ja. Ich hoffe, er ist in meiner Reichweite. Wenn nicht, dann wäre das richtig fies. So, mein lieber Freund, jetzt wirst du sterben, du Werwolf. Ich habe dich unterschätzt, das gebe ich zu. Aber mit dieser komischen... mit diesem komischen Angriff, was ich jetzt dir antue... so wirst du nicht überleben. Ich gebe dir gleich den Gnadenstoß, nachdem meine Drachen dir richtigen Schaden zugefügt haben. Oh yeah. Und jetzt kommt der Gnadenstoß, mein Freund. What the? Was macht der denn jetzt schon wieder? Oh ja, gar nicht so schlecht, der Safe Point mit viel Leben. Ich glaube irgendwie, die Magma-Felsen hier muss ich killen. Soll er die killen? Ah, so ist das. Ah, meine Energie. Ah. Tja, Werwolfi. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und zack. Ich glaube noch zwei oder ein. Oder drei sogar noch. Oh, noch mehr. Nein, ich häng fest. Du blöder Werwolf! What are you doing now? I'm sorry, but I kill you now. And die, bastard! Yeah! Hot! Das! Oh nein! Das war zu früh, blöd. Hat mir das jetzt den... ja, ich bin jetzt tot? Ja, ne? Och nein. Okay, nochmal. Zu viel Adrenalin. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja.
Yes. Alter, yeah. Wir haben ihn besiegt. So, der dunkle Fürst ist besiegt, Alter. Ja, steuern uns nochmal hoch, genau. Oder saugen wir das Dunkle wieder in uns ein? Jo, Alter. Haha, geiler Fight auf jeden Fall. Gegen diesen blöden Werwolf. Haben wir ihn doch dann beim dritten Mal, glaube ich, irgendwie bezwungen. Haben noch nicht mal so viele Male gebraucht. Sehr schön. Und wieder unsere Frau. Make haste, my love. Reclaim the power before it is lost. Oblivion. Sempiternum. Daemonis. Zyklonstiefel. Diese mächtigen Stiefel wurden vor langer Zeit als Geschenk für Colonel gefertigt. Mit ihrer Hilfe konnte er große Entfernungen in atemberaubender Geschwindigkeit zurücklegen. Doch als er zum dunklen Fürsten der Lykantropen wurde, feilte er an ihnen und verwandelte sie mittels Schattenmagie in eine mächtige Waffe, dank der er seine Gegner mit unglaublicher Geschwindigkeit niedertrampeln konnte. Und das können wir jetzt auch machen. Allerdings erst im nächsten Part, schätze ich mal. Oder es geht hier noch weiter. Das war eher... Nee, das war... Oh, geil. Mit dem Zyklonchen kannst du sprinten. Tippe zweimal schnell den linken Stick an. Okay. Naja, gut. So fast jetzt nicht gedacht. Cool, auf jeden Fall. Nee, ich meine jetzt... Das waren hier nur so davor Gegner. Drücke X, während du sprintest, um weiter zu springen. Ja, okay, ist gut. Geh da jetzt rauf. So, endlich. Und jetzt kommt erst der dunkle Fürst. Das wär's ja. Oh, geil. Ein majestätisches Tierchen. Und so verließen wir die ehemalige Lykaner-Besetzung hier, wo wir den dunklen Fürst niedergestreckt haben und fliegen jetzt Richtung des nächsten dunklen Fürsten. Wir wollen die Länder hier von Castlevania zurückerobern. So, wir haben 2140 Credits, sehr gut. Und Mission fortsetzen, einfach nur um zu speichern. Kapitel 3 abgeschlossen. Endlich mal wieder ein Trophäe in Castlevania. Unglaublich, ich glaube, ich habe jetzt 5%. Und dann sind wir in Kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alter, nee, warte, 5? Nee, wir sind 4 jetzt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kapitel anscheinend. Okay, mal gucken. Ich klick mal kurz auf Kapitel 5, um zu gucken. Ach, hier auch nur 2 Bergfestungen und dann kommt wahrscheinlich schon der nächste Endgegner. Ja, also bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall war das erste hier, Kapitel 1, ziemlich viele Level. Na gut, 5 Stück. Hier auch nochmal, glaube ich. Oh, hier waren es viele, genau. Hier waren es ziemlich viele Level. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession und im nächsten Part von Castlevania. Bis dann, ciao.